Das Werfen einer Münze gehört zu den Grundlagen der Mathematik. Oder genauer gesagt, die Auswertung des Wurfes. Was es damit auf sich hat, zeige ich dir in diesem Video. Das hier ist eine Münze und wenn ich eine Münze werfe, landet sie auf einer der beiden Seiten. Also wichtig, die Münze muss sich ordentlich drehen beim Wurf, damit sie nicht auf der Kante liegen bleibt, sondern es soll in die eine oder die andere Seite beim Werfen herauskommen. So, eine oder andere Seite, das heißt, es gibt zwei Seiten und die werden als Kopf und Zahl bezeichnet. Das Ganze zeichne ich jetzt hier mal an die Tafel. Und zwar, wir werfen eine Münze. Münze nenne ich jetzt einfach mal M. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese landen kann. Also entweder auf dem Kopf, K oder Zahl. Das ist der erste Versuch. Also ich werfe einmal. Erster Versuch. Ich werfe einmal und die Münze landet entweder auf Kopf oder auf Zahl. Und jetzt kann ich das Ganze ja nochmal machen. Also ich kann die Münze nochmal werfen. Das heißt, nachdem Kopf gefallen ist, kann beim nächsten Versuch entweder nochmal Kopf fallen oder Zahl. Oder im ersten Versuch ist Zahl gefallen und jetzt werfe ich nochmal. Und jetzt komme ich wieder auf Kopf oder Zahl. Zweiter Versuch war das. Und auch machen wir nochmal einen dritten Versuch. So, also auch hier nach dem zweiten Versuch, entweder ist dann als letztes Kopf oder Zahl gefallen, Kopf oder Zahl. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und auch im dritten Versuch kann Kopf fallen oder Zahl. Es kann Kopf fallen oder Zahl. Oder auch hier Kopf und Zahl. Kopf und Zahl. Was soll das Ganze? Also, warte, dritter Versuch. Das dient dazu, erst einmal zu schauen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Wie sehen denn die Möglichkeiten aus? Ich nehme mal eine andere Farbe. Also, es kann passiert sein, dass ich Kopf geworfen habe beim ersten Mal, Kopf beim zweiten Mal, Kopf beim dritten Mal. Kopf, Kopf, Kopf. Oder ich habe Kopf geworfen, dann nochmal Kopf und dann Zahl. Also KKZ. Kopf, Kopf, Zahl. Gehen wir einfach alle Pfade mal lang. Also Kopf, 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 Zahl. Dann Kopf, Zahl, Kopf. Kopf, Zahl, Kopf. So, dann wären wir hier lang gegangen. Jetzt können wir hier lang gehen. Kopf, Zahl, Zahl. Dann nächste Möglichkeit, jetzt haben wir hier den linken Zweig komplett. Es kann allerdings sein, dass beim ersten Mal nicht Kopf geworfen wurde, sondern Zahl. Also Zahl, Kopf, Kopf. Zahl, Kopf, Kopf. Oder erst Zahl, dann Kopf, dann Zahl. Also ZKZ. ZKZ. Dann kann passieren, dass es Zahl geworfen wurde beim ersten Versuch, beim zweiten nochmal Zahl und dann Kopf. ZZK. ZZK. Oder ZZZ, also dreimal Zahl. So, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann. Jetzt nehmen wir nochmal an, es gewinnt derjenige Spieler, also spielen zwei Spieler gegeneinander, und es gewinnt derjenige, der zuerst drei gleiche Würfe hat. Was für Gewinnmöglichkeiten gibt es dann? Nun, drei gleiche Würfe bedeutet, dass entweder dreimal hintereinander Kopf gefallen ist oder dreimal hintereinander Zahl. Drei gleiche Würfe bedeutet entweder dreimal Kopf oder dreimal Zahl. Das heißt, es gibt acht Möglichkeiten insgesamt, allerdings nur zwei Gewinnmöglichkeiten. Soweit mal zum Münzwurf und eine Grundlage der Stochastik. Wenn dich das Thema Mathematik noch mehr interessiert, dann schau hier mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.